Die Bauern in der Gemeinde Etchere im äthiopischen Hochland bereiten sich auf das Ende der Regenzeit vor. In der kommunalen Saatgutbank leihen sie sich Kichererbsensamen. Sobald die Böden wieder trockener sind, beginnt die Aussaat. Es wird genau abgewogen, wie viel Saatgut jeder Bauer bekommt. Denn wie bei jeder Bank fallen auch hier Zinsen an. 20% mehr Saatgut, als sie ausleihen, müssen die Bauern nach der Ernte wieder zurückgeben. Es lohnt sich für sie. Denn ihnen steht hier nicht nur eine Vielfalt an Feldfrüchten zur Verfügung, es gibt auch viele verschiedene Sorten einer jeden Art, zum Beispiel des wichtigsten Getreides dieser Region, Weizen. Für Bauern wie Getasho Atmasu bedeutet dieser Artenreichtum vor allem eines: Sicherheit. Er kann aus über 40 verschiedenen Sorten Weizen auswählen. Meistens pflanzt er gleich mehrere. Der Hauptvorteil ist, dass Krankheiten und Wetterextreme meiner Ernte weniger anhaben können. Wenn eine Sorte kaputt geht, schafft es vielleicht eine andere. Die Wahrscheinlichkeit einer kompletten Missernte ist so viel geringer. Die äthiopische Nichtregierungsorganisation Ethio Organic Seed Action unterstützt das Projekt der Saatgutbank. Ziel ist es, heimisches Saatgut zu erhalten und zu veredeln. Denn nur wenige Regionen auf der Welt haben einen so großen Artenreichtum bei Nutzpflanzen hervorgebracht wie Äthiopien. Rigassa Fayessa, Leiter der Initiative, sagt, gerade in Zeiten des Klimawandels könnte dieser Schatz für Bauern weltweit nützlicher sein, also manches hochspezialisierte Industriesaatgut.